Peace, Leute! Nee, warte, wie ist mein Anfang? Oh, das sieht scheiße aus. Ich mach kurz Haare auf. Hallo, Leute, und willkommen zu diesem neuen VLOP. Wir befinden uns gerade hier am Hauptbahnhof in Hannover und ich krieg hier gleich schon wieder eine Krise, ne? Wirklich, Adrian, ich habe mir gerade hier von Starbucks diesen 500-Euro teuren Kaffee. Nein, ich schwöre, nein! Trinkt von oben! Er trinkt von unten, wo sich das Karamellsirup abgesetzt hat und hat den ganzen Karamellsirup weggetrunken. Jetzt habe ich das nicht mehr, jetzt kann ich diesen Kaffee. Ich habe genau gesehen, dass da noch ein bisschen zu viel war. Also, das sind ja auch gar keine Probleme, die wir haben. Wir freuen uns unnormal, denn wir sind jetzt auf dem Weg nach. Po, richtige Antwort, bekommst du einen Schluck von meinem Karamell. Düsseldorf. Bien. Wie? Du bist schon mal aus Düsseldorf und Kroatien. Das heißt, nach Kroatien. Also, wir müssen jetzt erstmal nach Düsseldorf zum Flughafen. Sind wir hier am richtigen Gleis? Natürlich, Gleis sind wir da. Ist das unser? Sind wir schon da? 44. Ich habe extra noch Selbstbräuner drauf gemacht, meine Haare komplett. Es ist ein eigener Kaffee. Hier, nimm den. Kennt ihr, ich habe noch nicht einen Schluck davon getrunken, ne? Und dann, es gibt manche Menschen, die probieren, bevor du selber deine Sache probiert hast. Ja, ne, ich schwöre, kann ich nicht verstehen. Du machst das immer. Das mach ich. Was? Was? Ja, schmeckt okay. Warum laberst du? Also, wir fahren jetzt gleich los. Erstmal zum Flughafen nach Düsseldorf, von da aus fliegen wir nach Kroatien. Wenn wir in Kroatien in Split angekommen sind, haben wir noch keine Ahnung. Wir müssen nach Šibenik. Das ist der Part, wo Adrian sich bei der Reise drum kümmern sollte. Ich glaube, da ist noch nichts geplant. Ne? Also mein Was? Mein Plan ist, dass wir da einfach hingehen. Ja. Dann gucken wir weiter. Da wird es auch Taxis geben. Wenn ich sehen, wie du Taxi bezahlst für eine Stunde fahren. Wir hoffen, dass wir da irgendeinen Bus oder so bekommen. Weil wir müssen einfach vom Flughafen, ne, müssen wir in die Stadt, müssen wir gucken wie. Und dann von der Stadt fährt ein Zug rüber nach Šibenik. Unnötig. Was ist das? Du musst nochmal. Du musst mich nochmal zum Lachen bringen. Ah, Šibenik. Gesetzesausgabe. Ja. Nee, oder? Ja, genau, richtig. Was erwartet dich? Weißt du, was dich erwartet? Wo erwartet? Was? Jetzt in den nächsten 3 Tagen. Mich erwartet auf jeden Fall Dings. Salzwasser. Oh, du weißt gar nicht so richtig, ne? Ja. Keine Ahnung, ich lass einfach auf mich zukommen, ne? Was soll ich sagen? Wir sind auf einem Dings. Wir haben eine Insel gebucht. Wir müssen einfach Freestyle ein bisschen dribbeln, wie wir auf diese Dings kommen. An diese Stadt, wo wir dann mit der Fähre fahren. Ach guck mal, die Fähre habe ich organisiert. Du hast, das Fähre ist unfair. Angemeldet, alles geklärt. Ja, okay, du hast die Fähre gemeldet. Normal, aber. Guck mal, von hier, ne? Ich habe angerufen, ich so, ey, 2 Personen. Das stimmt doch gar nicht, ich hab das gemacht. Ich hab sogar noch mich darum gekümmert, ne? Ey, ich schwöre auf alles, wie sagst du. Ey, Meister sogar schon gelogen, ne? Natürlich, jetzt einfach weiter. Nein, ich meine, ich habe da wirklich angerufen, Adrian, weil ich habe die gefragt, ob wir mit dem Bus noch fahren können. Ging nicht. E-Mails-Verkehr geschrieben und so. Aber das hat doch nichts mit der Fähre zu tun. Ja. Ich bin so gespannt, wie es wird. Ich bin voll gespannt, wie es ist. Leute, kennt ihr Menschen, die ihre Achselhöhlen? Also, er blickt. Was so willst du mal? Wie kann man denn alles haten, Digga? Warum Nein, bist das du ist ein doch, Hater. Hier ist es auch echt dunkel und grau und ich glaube, ne, du hast jetzt so übel das Regenoutfit an. Du brauchst es nicht mehr. Ich sag dir ehrlich, ne, wenn wir ankommen, guck mal, Prophezeiung. Wir kommen da an, es wird so. Was hättest du, wie viel spät wird es sein, wenn wir im Hotel ankommen? Wann? Heute. Heute? Ich weiß ja nicht, wie viel Uhr wir landen. 14 Uhr? Was? 14 Uhr landen wir? Nein. 13 Uhr? Nein. 17 Uhr? Nein. 16? Ja, wann denn? 15 Uhr landen 30. wir? Dann sind wir 19 Uhr im Hotel. Nein, wir sind um 17 Uhr sein. 19 Uhr und plus, wir werden landen und es wird direkt regnen, so. Nein, es wird blitzen Sonne. Sag mal, Gewitter an deinen Kopf. Ist mein Gascon eigentlich weg? Oder sehe ich einfach traurig aus auf einen Augen? Fitcheck, ne? Ich hab mir so eine Fake Balenciaga Tasche gekauft, Alter. Hey, wie viel ist dein Outfit wert? Hey, I'm not gonna tell you, girl. Also. Ich will nicht gucken, was es kostet, sondern wie der wert ist. Auf geht's. Wie, Mann? Ah, wir sind hier. Stretchen uns, denn gleich geht es los, ja? Denkst du, ich kann meinen Kopf da runter durchmachen? Nee. Du hast recht behalten. Wir befinden uns gerade auf der Roll-Roll-Roll-Treppe. Wie krass wäre es jetzt, ne, wenn wir einmal darüber jumpen würden? Geht. Also, wir sind jetzt gerade Zug gefahren und die Zugfahrt war ganz geil eigentlich, ne? Ja. Okay, ne, und die Zugfahrt. So. Hier geht's los zum The Airport. Wir fliegen 2 Stunden. Geht rum wie warmer Semmel. Sagt man doch so, ne? Wow. Let's go. Darf ich einmal auf dem Koffer so? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Erdbeben! Oh. Ah, ich kann nicht mehr, was ist so schwer, diese Tasche. Wie geht das? Mein Knie! Ich glaube, meine Rolle ist abgekackt. Also, der lässt sich auf jeden Fall nicht mehr so gut lenken. Ich dachte, das wäre voll cool. Die machen das auf Instagram auch immer.
Was ist der Grind eigentlich? Wir fliegen jetzt mit einer Bahn. Wir sitzen jetzt in so einer Schwebebahn und wir sind Premium, wir sind VIP. Wir haben einfach die einzigen Sitzplätze hier drin gefunden. Aber wir mussten die auch richtig finden, weil diese waren klappbar und man hat die nicht direkt gesehen. Das ist auch Schlauheit, steckt dahinter. Und wisst ihr, was geil ist? Ich liebe es, wenn man wegfliegt und es einfach regnet. Das ist so voll geil. Weißt du, weil man denkt sich so, ja Mann, ich hab alles richtig gemacht. Wir schweben jetzt. Bist du hier mit dann schon mal gefahren, ne? Nee. Wow, guck, wir sind jetzt einfach Ich schwöre, hey, wenn man keinen Platz unten hat, dann muss man halt nach oben. Es ist 11:36 Uhr. Um 13:40 Uhr fliegen wir. Schaffen wir, safe, oder? 13:40 Uhr? 13:40 Uhr. Und du erstes gerade? Es ist 11:36 Uhr. Also, zwei Stunden. Sollte passen, ne? Easy. Wir haben sogar. Ich bin einfach Genie. Oh, es sind noch zwei Croissants in meiner Tasche. Wir haben nur einen Koffer, ne? Weil wir haben ein bisschen Geld gespart. Ich habe einfach so eine Kofferwaage dabei. Wie krank ist das? Sowas haben doch nur, also so übelst die Nerds, oder? Sag ehrlich, ich hab das auch. Ehrlich? Ich schwör's dir. Nerdschild. Das geht vom Gewicht. Wir sind im grünen Bereich. Das wiegt nichts. Das wiegt nichts. Das stimmt doch gar nicht. Elegant. Es geht einmal nicht. Also, lass uns Dings. Auf Toilette? Nein. Achso. Erstmal alles abgeben und so. Wir können dann machen wir noch. Wir müssen erstmal auf diese geile Tafel schauen. Okay, guck mal, Apfel. Was ist Bilbao? Die Stadt. Split Gate Check-In Button. 153 bis 170. Wo steht denn Split? 153 bis 170. C51. Warum steht da Gate C jetzt? Ich dachte, wir müssen B. Ja, manchmal Internet ist dumm. It is time. Wir werden jetzt durch die Passagiercontrolle. Alles zur B, bitte. Ey, es ist schon wieder die mies größte Schlange. Oh, denkst du, man kommt von B zu C? Aber die sind ja nicht dumm, der würde das ja nicht einfach machen, ne? Wir waren ja schon einmal auf Malle, ey. Und da haben wir fast, also was heißt fast? Wir hätten eigentlich den Flug verpasst, aber die haben noch gewartet. Und heute ist wieder, das ist so krass. Es ist so voll hier immer. Wir müssen auf jeden Fall Security Check 1, 2, 3 machen. Aber wenn nicht, reisen wir einfach zur Nordsee. Hä? Wenn nicht, gehen wir einfach Nordseeurlaub machen. Schwester, ne? Ballert eh. Ballert. Michael ballert. So langsam geht die Hektik los, ja. Man muss sich beeilen. Wie gut wäre es jetzt, wenn man so einen Rollerkoffer hätte? Ich suche gerade einen. Adrian findet immer die krassesten Gadgets. Und damit kann man dann fahren, oder was? Ja. Ey, das wäre so geil. Es gibt auch so Koffer, da ist so ein City-Roller dran integriert. Dann könntest du hier einfach so lang cruisen. Du wärst King hier am Flughafen. Haben wir die Zeit im Auge? Es ist 12:25 Uhr. Okay, hier ist die Schlange. Das werden wir sein in so einem Ring. Wir brauchen so eine Gummiente oder so. Nach den Kontrollschauen sogar, da steht's Richtung 10. Heute werden keine Treppen genommen. Heute wird Luxus sein. Shorty teilt zu viel mit mir, ihr Herz und ihr Bär, ja. Geh ich weg, dann trauert sie, wenn ich für immer back wär. City dreht durch, gib ihm Cash, gib ihm mehr, mehr. Für sie nur ein Sekunde, ich bin es, bis ich sterbe. Du darfst nicht die Linien auf Boden berühren. Hast du das früher auch immer gemacht? Ja. Ich schwöre, ne, mein Leben bestand daraus. Nichts anderes in meinem Leben gemacht, aber alles ist auch toll, ey. Crazy Challenges hast du schon gemacht, ne? Way before YouTube. Yeah, a long, long time. You know, I was born in this. You know, when I was born, this was a challenge for my mother. And then the challenge gets more, and you know. Du bist ja auch eine Challenge. Wieso? Was willst du mir damit sagen, ne? Okay, jetzt geht's, machen wir Sicherheitscheck. Wir haben richtig dumm gemacht. Warum? Wir haben nichts in diese Beutel getan. Ey, hoffentlich muss ich nicht Sachen abgeben, ne? Wieso? Wir haben doch auch gar nichts im Handgepäck. Doch, ich hab mein Make-up da drin. Wir haben einen richtig krassen Plan. Wir zeigen euch jetzt was richtig hinter den Kulissen. Wir werden euch jetzt einfach in so ein Ding reintun und dann schaut immer, was da geht. Also, ne, durch den, wie heißt das, Scan? Ja. Ihr geht mit durch diesen Scan und dann schauen wir mal, was darin abgeht. Ihr seid quasi Undercover-Detektive. Wie lief's bei dir? Gut. Okay, unser Gepäck wurde rausgezogen. What's happening? Mies! Da sitzen wir gleich drin. Wir durften sogar unser Sandwich mitnehmen. Wie geil. Ich war so, ich esse es noch schwer auf. Also, das kannst du auch mit reinnehmen. Ich so, la cucaracha. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir heute noch an einen richtig sonnigen Ort ankommen. Ob es so warm sein wird, ich weiß es nicht. Ja. Können wir gleich einmal so tun, als ob wir auf Flugzeug sind und dann diese Dragos-TAIT machen? Wir machen uns auf zur Landabflug. Oh shit. Und wenn da ein Vogel reinfliegt, dann sind wir am Arsch. Also, mach mal auf, Alter, Mann. Mach mir doch keine Angst jetzt. Okay. Mann. Guten Tag. Hallo. So, dann gehen wir
Ich schwöre, du sitzt immer am Fenster. Und auch bei so einem Fenster, wo man direkt rausgucken kann. Du guckst eh nicht zu spät. Das stimmt nicht, ich gucke richtig raus. Lass uns dann schauen, wie ich das mache. Okay. 1-0. 1-1. 2-1. 3-1. 4-1. 4-4. Okay, warte. Ja. Gewonnen. Hey, Mann. Willst du jetzt hier sitzen? Ja. Ehrlich? Nein, alles gut. Oh, danke schön. Bist du bereit? Wir haben uns entschieden, auch wenn wir in Split ankommen, ein Bananasplit zu essen. Wir haben uns entschieden, uns zu entscheiden. Diese Entscheidung, die wir getroffen haben, uns zu entscheiden, nach einer Entscheidung. Wenn Leute eine Entscheidung gerade durchmachen und dann sich umentscheiden, dann entscheiden sie sich für eine Entscheidung. Oh mein Gott. 346 Minuten später. Dann, sofern sie nicht in Split bleiben, eine gute und vor allem sichere Weiterreise. Ja, das ist jetzt nämlich Adrians Part. Jetzt kommt deine Aufgabe. Du musst jetzt organisieren. Ich hatte eigentlich organisiert, dass wir 16 Uhr Shuttle bekommen, aber dadurch, dass wir zu spät gekommen sind, hat es das natürlich verschoben. Jetzt liegt halt nicht in meiner Hand. Okay, Freunde, es sieht ein bisschen grau aus. Ey, es sah voll krass von oben aus. Aber wir sind da und es ist amazing. Es ist gar nicht so warm, ne? Doch. Nein. Doch. Ehrlich? Oh yeah. Hey, oh mein Gott! Ey, ich schwöre, ich will es tun, aber es geht nicht. All passports. Cool. War Sarah Day Pass. So, Adrians Organisationstalent ist on the run. Und zwar, wie kommen wir da jetzt hin zum Hotel? Mit Uber. Und da bin ich nicht einfach so drauf gekommen. Sondern ich jetzt einfach über eine Uber-Reklame. So richtig groß. So. Ich so, ja, ne? Warum fahren wir nicht einfach Uber? Und vor allem jetzt, ich dachte so, oh mein Gott, wie teuer. Ich dachte gerade, das wäre ein Euro, ne? 425, aber das sind diese Kronen. 425, wir rechnen das mal um. Wie viel sind das? Was schätzt du? 425 Euronen. Nee, Kronen in Euro. Warte. Da würde ich sagen 65 Euro. Nee, Mann, 56. Meine ich doch. Ja, genau. Ja, ich mache immer Zahlendreherpreis, weil da war nicht andersrum jetzt. Ja, wirklich? Ja. Ja, okay. Ja, gut, dann ist das ja geklärt. Jetzt warten wir noch auf unser Baggage. Hättest du dir jetzt Dings aufregender vorgestellt, ne? Ich dachte, wir können auch mit Uber nach Split und von Split 2 Stunden Zug fahren. Okay. Und vielleicht gibt es einen günstigeren Transfer, aber wenn nicht, fahren wir Uber. Ich glaube, das ist schon entspannt. Ja. Okay, können wir es dann auftragen? Ich werde die Koffer jetzt von dort unter, runter machen. Du weißt, wie der wiegt, 25 Kilo. 25 da kommt Kilo. Der. Okay, ich muss eine Technik ja gerade schon in meinen Kopf machen. Weißt du schon, wo du ihn greifen willst? Ja, ich weiß schon. Wir versuchen gerade unser Uber zu finden. Immer da, wir dann. Ja, ruf ihn mal an. Hier sieht es auf jeden Fall unnormal schön aus. Überall, wo Palmen sind, bin ich zu Hause, finde ich so. Business Call. Ich dachte, das wäre er. Müssen wir über diese Brücke da hinten? Komm mal, Glass Bridge. Hello? Hello, Sandro. Where are you? I should go over the bridge then on the other side? Frag, ob er Glass Bridge ist es. No. Under the bridge? Ah, das ist das Station. Freunde, wir sind einfach in unserer Straße schon. Oh mein Gott, das sieht so anders hier aus. Ist das krass? Wie süß ist es hier? Oh mein Gott, ich komm nicht klar. Es ist so schön. Diese pinke Dings. Crazy aus. Es sieht so krass aus, Alter. Ich glaube, es ist wirklich, man muss da so richtig hoch. Sünder mit diesen Dings. Ich hab dir gesagt, wir müssen. Scheiße, es ist zwar nur so 180 Meter, aber ich glaube mit Treppenstufen. Ey, aber du wirst nie sportlich. Also es ist gut. Ich würde dir echt helfen. Ich muss auch filmen ein bisschen. Dieser eine Typ hat dich gerade auch schon ausgelacht. Also Bruder, wenn du wüsstest, wie die Treppen jetzt hoch in die Ecke jetzt. Als hätte ich das geahnt. Oh, scheiße. Scheiße. Oh mein Gott. Oh nein. Davon noch mehr. Ey, Sünde. Es tut mir so leid. Aber das sah so cool im Internet aus. Okay, es geht, glaube ich. Guck mal vor, diese Treppe in Rio de Janeiro. Oh mein Gott. 25 Kilo Koffer. Wenn man die nicht das vernünftig tragen könnte. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Aber dafür, oh mein Gott, das sieht so... Hier, ne? Es ist richtig krass. Guck mal, was für ein kleiner dieser Laden. Oh, es ist richtig schön, wow. Okay, komm, diese Treppenstufe noch. Es ist halt auch übel glatt hier auf diesen Stein. Wir sind da, wir haben es geschafft. Ich hasse dich. Und jetzt geht's da hinten auch noch hoch. Wir müssen morgen wieder genau das hier runter. Ja, runter so. Ist kein Ding. Ja, okay. Einfach runterschmeißen, ne? Hä? Alter, ey. Einfacher Weiß. Hi! Hello! Your fire heritage hotel pass. Yes, thank you. We're here. Oh, it's very heavy. Hier, bist du Park angespart. Thank you. Thank you. We have a reservation with booking.com. Should I tell you my name or what? Yeah. I'm per
Ja, jetzt können wir uns. Okay. Wow. Wir haben uns jetzt richtig ready gemacht. Das Hotelzimmer ist übel krass. Das ist richtig so altstadtmäßig. Ne? Ey, es ist so rutschig mit dem Mundschutz. Ist ein bisschen doof. Halt fest, wenn du willst. Wollen wir hier runter? Okay, wir müssen erstmal Geld wechseln, weil hier ist. Boah, es sieht so schön aus, oh mein Gott. Krass. Ich kann nicht so schnell gehen. Okay, ich gehe das erste Mal in hohen Schuhen ein. Und dann ist es auch noch so rutschig hier, aber es ist auch schön. Man kann sonst sich nie hohe Schuhe an, ne? Weil Film, Alter. Aber hier ist schon cool. Egal, ich weiß, du kannst es einfach. Wusch, du schon mit deinen normalen Schuhen weg, oder? Ja. Wir sind hier in der heftigsten Location ever. Also hier, ich höre, ich schlag dich nicht zusammen. Ey, es ist so geistesgekrizzelt schön hier. Was ist das denn? Ich weiß es nicht, wie ich das beschreiben soll. Diese Pommes alleine, diese Form. Also, wir haben auch noch eine Storytime, die wir nachher erzählen müssen, ne, was eben passiert ist, aber, boah, es ist so schön. Ja, man, lass es schmecken, Kim. Alles Gute. Alles Gute, Kim, zum Appetit wünsche ich uns immer alles Gute. Guck mal. Wow. Kennst du, wenn man dieses Bleigießen macht bei Silvester? Mhm. Nein. Mhm. Man macht über eine Kerze, macht man so Blei, ne? Wachs mittlerweile heiß. Und dann kippt man das doch so in Wasser. Und dann kommt da eine Form bei raus, weil das ja geschmolzen ist und dann kaltes Wasser, ne? Was für eine Form kommt immer raus? Immer eine andere. Und die kann man, muss man dann deuten. Und das ist das, was dein Jahr bringt. Echt? Ja. Kann man das essen. Und Pfeffer. Salz und Pfeffer. Kannst du sehen. Ist irgendwie links hier. Bin ich doof? Bin ich falsch drin? Oh ja, du kannst es. Nee, das geht nicht. Doch, das hat funktioniert. Hä? Ja, funktioniert. Stimmt doch gar nicht. Oh, da kann man es raus. Dann geht doch ein bisschen mal so. Ach so, das sind Streuern. Lol, ich dachte, das wäre dasselbe. Lol, Digga. Ja, aber voll fake, ne? Was meinst du, wie vielen Leuten passiert das hier? Warum hast du da hinten aber diese Dings gelassen? Ich hab das diese Dings Pommes. Probier mal ein Stück Pizza. Danke. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Tschüss. Guten Morgen. Newton, Gordon, Gordon, Newton, boah, Alter. Guten Morgen, Leute. Es ist, wir sind richtig früh aufgestanden. Wir sind auch relativ früh ins Bett gegangen. Es ist 8.42 Uhr. Ich habe gerade schon ein Video geschnitten. Was hast du so gemacht in der Zeit? Gechillt, ich hab Musik gehört. Gut. Schmuck angeguckt, was er zu machen. Ne? Das ist mein Outfit fürs Frühstück. Das ist amazing. Ey, voll geil. Wir haben einfach inbegriffen das Frühstück. Wir sind im Begriff von davon Frühstück zu haben. Lass auf Terrasse setzen, es regnet. Oder? Aber die sitzen trotzdem auf Terrasse. Wie du Bock hast. Hi, guten Morgen. Buongiorno. Was sagt man hier? Oh yeah, mein Gott, Leute. Es ist so krass. Oh mein Gott. Wie krass sieht das aus? Crazy. Sieht geil aus, oder? Ja. Ich glaube, es ist überfordert. Ja, ne? Man muss essen. Guck mal, ich will dieses Glas haben. Schokobals. Okay, richtig geisteskrank, oh mein Gott. Es ist schon 11.18 Uhr, wir müssen in 18 Minuten auschecken. Ich wollte euch nochmal das Zimmer zeigen, weil das war einfach ein Vibe. Also es sieht ein bisschen unordentlich aus und so, aber es war so schön, einfach mit diesem Fenster hier. Dann kann man hier so rausschauen, einfach. Mashallah. Richtig einfach so ein antiker Wald. Dieses Bild auch Hammer. Ach ja, Radios, Telefon. Es funktioniert einfach wirklich. Und wir haben gestern aus Versehen, also Adi, ne, gestern aus Versehen die Rezeption angerufen. Und jetzt checken wir auf. Das Ding ist, geht nicht. Ich versuche hier gerade noch dieses Video hochzuladen, aber das Internet hier ist so schlecht. Ich habe wirklich seit gestern, als wir angekommen sind, kein Netz hier. Ich habe einfach kein Netz. Ich dachte, dieses Telekom wäre ultra geil. Und man hat immer überall Netz und so. Also Kroatien, Dings. Sorry. Ich was denn, sorry? Du musst alles tragen. Du siehst aus, als würdest du richtig programmieren für dein Leben gerne. Warum klappt das jetzt nicht? Um 13 Uhr fährt die Fähre. Ich finde, es ist eine faire Uhrzeit, ne? Ey, das lädt einfach seit einer Stunde und ist bei 19%, aber es ist so ein geiles Video und ich habe es gestern schon nicht geschafft, weil wir kein richtiges Internet hatten. Finden gleich nochmal eine Möglichkeit. Vielleicht McDonald's oder so. Ja, genau, gehen wir hier so lang. Genau. Jetzt mach hier so ein bisschen mediterrane Musik rein. Oh, ey, wollen wir uns Alter. Hier hinsetzen einfach, Mann? Wir suchen gerade immer noch WLAN. Die erste oder Frage ist nicht, habt ihr Kaffee, sondern habt ihr gutes WLAN. Lass mal dahin, wo diese so Waschleine und so ist. Guck mal, ich glaube, die Sonne kommt halt auch raus. Wir haben heute richtig Glück, ne? Oh, das ist so cool. Hier finde ich es ja toll. Wir sitzen jetzt hier und suchen gerade immer noch WLAN. Geht das, wenn ich nehme mein Handy? Wir fangen einfach gleich mal nach WLAN, aber erstmal holen wir uns jetzt hier ein Chai. Ich frage mal, ob die Dings Kaffee haben mit Hafermilch, aber ich glaube, die haben hier nirgendwo Hafermilch. Die sind so cool. Jetzt ist mittlerweile noch eine Stunde und 4 Minuten. Jetzt hat Internet leer. Ist mir so leid. Ich hab gar kein Netz, wir gehen gleich auf diese Insel und wir werden richtig. Wir machen einfach Handy aus für 48 Stunden. Vielleicht ist das besser. Und wir müssen ja auch noch diesen Koffer holen und diese ganzen Treppen. Also er muss die ganzen Treppen das runtertragen. Ich habe hier einfach die schönste Plasche meines Lebens gesehen. Hier, Spaß. Hier sind so Herzen drauf und es ist so schön, oder? Sieht aus wie Kirschwasser. Und wir wissen noch nicht so ganz, wo der Hafen ist und, die Fähre fährt in ein paar Minuten, ne? Es ist 23. Let's go. Let's wollen wir machen? Okay, lass mal bezahlen. Guck mal, es lädt gerade halt jetzt viel schneller. Okay, das ist echt lieb. Er holt jetzt einfach den Koffer allein. Das ist so Sünde. Ich chill hier und warte, bis das Video hoffentlich hochlädt. Er hat sogar sein Handy hier gelassen. Jetzt machen wir ein paar hässliche Selfies. So.
Weil dann hat er irgendwas gegen mich in der Hand. Und in der nächsten Folge seht ihr, wie wir auf eine einsame Insel stranden und dort sehr viele abenteuerliche Dinge erleben. Ich bin hier, ich hab Kim verloren. Unter anderem werden wir von Tieren angegriffen. Oh, ihr fucking Gott, mach es weg! Aber es gibt auch viele leckere Drinks und yes! Ich sehe die Sorgen nicht.